Guten Tag, es ist ein sonniger Tag. Sieht nicht nach Regen aus. Bei Regen behaupten ja manche Menschen, das würde dann kommen, wenn Chuck Norris in den Himmel blickt. Dann würde der Himmel nämlich Angst bekommen und zu schwitzen anfangen. Wer weiß. Nobody knows. Nobody knows. Nobody knows. Nach Prag näselte der Gefragte verschlafen, ohne aufzusehen. Eine schwache Hoffnung dämmerte in mir auf. Ich sah einen Lastträger auf die Brücke zuschlendern, ging ihm nach und fragte ihn. Das Boot zum Dresdner Zug war vor 10 Minuten abgefahren. Innerlich glückstrahlend, äußerlich so enttäuscht wie möglich, ging ich mit meiner Botschaft zu den Damen zurück. Sie standen gerade bei der kleinen Lampe und ich sah, dass Minnas Ärger in ihrer Zuverlässigkeit beschämt zu sein, einen harten Kampf mit einer mir nicht ganz unerklärlichen Freude bestand. Sie schien absichtlich meinen Blick zu meiden. Es ist noch Zeit, das Boot kommt gewiss, er weiß nur nicht recht Bescheid. Sieht man es dann da nicht da draußen? Eine rote Laterne näherte sich auf dem Fluss von der Seite, wo die Haltestelle lag. Bald erblickte man ein paar beleuchtete Taustücke. Der Dampfer, der wie eine kleine rosige Wolke darüber schwebte, wurde vom Wind über das Boot getrieben. Er arbeitete sich langsam gegen den Strom heran. Deutlich vernahm man die Ratschläge. Ich fühlte mich unsäglich enttäuscht und warf einen ärgerlichen Blick auf den alten Herz, der in ein beruhigtes Gott sei Dank ausbrach und zur Brücke vorauseilte, als ob keine Zeit zu verlieren sei und als ob er es wäre, der nach Dresden sollte. Das Boot schälte sich aus dem Dunkel heraus, die Pfeife schrillte, ein Ruf von draußen wurde von dem Lastträger beantwortet. Ein Seil schoss an die Brückenlaterne vorbei. Er hätte beinahe wie ein Lasso den guten Herz eingefangen und fiel klatschend einige Ellen hinter ihm auf die Bretter. Der kleine Dampfer lag an der Brücke und zitterte und an seinem ganzen kohlengeschwärzten Rumpfe. Aus dem Maschinenraum fiel das Licht auf die schmutzige, niedrige Kabinenwand. Eine widerliche Wärme und ein brenzliger, mit Kohlendunst vermischter Ölgeruch strömten in die frische Nachtluft hinaus. Zum Dresdner Zug? Eilzug nach Wien. Es ist aber noch Zeit. Wir bleiben beinahe eine halbe Stunde liegen. Ja, aber der Zug nach Dresden. Für den haben wir eben die Leute hinübergeschafft. Aber es ist ja noch nicht zu spät. Kann man nicht einen Kahn bekommen? Nee, hier kriegt man keinen Kahn. Hier kriegt man keinen Kahn nicht, antwortete der Träger und spuckte in das Wasser. Die Leute müssen da sein, wenn's Boot abgeht. Der letzte Stein fiel mir vom Herzen und es kam mir vor, als ob auch Minna aufatmete. Aber Herz sah ganz bestürzt rein. Er fühlte offenbar eine schwere Verantwortung auf sich lasten, weil er uns erst in die weite Welt hinausgelockt hatte und uns nun mitten in der Nacht verließ. Aber du bist schuld dran, Minna. Warum wirst du so rechthaberig? Man soll sich in derlei Sachen nicht auf sein Gedächtnis verlassen. Die Fahrpläne werden ja von Jahr zu Jahr geändert. Das hätte ich bedenken sollen. Es ist wirklich höchst ärgerlich. Na, lieber Gott, sagte Frau Herz beruhigend, das Unglück ist wohl nicht so groß. Sie müssen eben hier übernachten. Es gibt hier in Schandau genug Hotels. Diese praktische Bemerkung beruhigte ihn. Das ist allerdings wahr. Es geht ja morgen bei Zeiten ein Zug zurück. Aber vielleicht werden sie dich vermissen. Ach, ich bin ganz gewiss da, bevor jemand aufgestanden ist. Wir gingen einige Minuten auf und ab, dann zog mich Herz ein wenig beiseite. Sagen Sie mir, lieber Herr Fenger, Sie kamen so unvorbereitet zu diesem Ausflug mit und außerdem dachten wir ja nicht daran zu übernachten. Ich meine, haben Sie zufällig nicht so viel Geld bei sich? Ich beeilte mich, ihn in dieser Hinsicht zu beruhigen, da ich wirklich zufällig mehr als eine hinreichende Summe bei mir trug. Der Alte sah mich verwundert an und versenkte zögernd sein Geldtäschchen, das er schon hervorgezogen hatte, in seine Tasche, während er seine Unterlippe bewegte, als wolle er etwas sagen. »Ja, die Herrschaften werden wohl hier übernachten müssen«, rief der Steuermann vom Dampfer her. »Es gehen keine Züge mehr nach Dresden.« »Nein, wir wollen ja nach Prag.« »Aber Sie wollten ja nach dem Dresdner Zug.« Herz fing an, die verwickelten Verhältnisse zu erklären. Eine Dampfpfeife schrillte jenseits des Flusses
und wie ein leuchtendes Gliedertier glitt prustend und bremsend der Zug vorbei, der uns hätte nach Raten zurückführen sollen. Ich stand allein mit Minna da und meinte, wir seien unbeobachtet, gab ich ihr in meinem Übermut nach und machte dem Zug eine lange Nase. Minna lachte belustigt und ein wenig seitwärts von uns stimmte ein etwas roher Bass mit ein. Ich drehte mich beinahe erschreckt um. Es war der Lastträger, der die Lage verstanden zu haben schien. »Worüber lacht ihr denn?« fragte Frau Herz. Herzens schifften sich nun eilig ein, als ob sie fürchteten, das Dampfboot könne plötzlich entschwinden. Sie blieben an der Reling stehen und wir sprachen noch ein Viertelstündchen zusammen. Herz empfahl uns ein Hotel, das gut und mäßig in seinen Preisen sei. Endlich läutete die Signalglocke. Herz erinnerte sich plötzlich des Schläfers in der Wartehalle. »Er mag kommen, wenn er will«, meinte der Steuermann, aber der Alte ereiferte sich. Ich lief rasch hinauf und weckte den Phlegmatikus, der mir brummend folgte. Sobald er über das Landungsbrett war, wurde es weggezogen. Das Dampfboot glitt hinaus, drehte sich langsam und verschwand in der Finsternis. Minna winkte immerzu mit ihrem Taschentuch. Ich war noch nahe dran, sie zu umarmen, aber sie konnten uns vielleicht noch von der Ferne sehen. Auch saß der Träger nur ein paar Schritte von uns entfernt, rittlings auf dem Geländer. 16. Kapitel. Wir gingen langsam zurück. An der Ecke des Schuppens war ein Briefkasten angebracht. Minna lächelte, zog einen Brief aus der Tasche und hielt ihn mir hin, so dass ich die Aufschrift lesen konnte. Und indem sie mich mit einem fragenden Blick ansah, soll ich? Steckte sie die Hand aus und schob den Brief unter die Klappe. Er fiel mit einem dumpfen Klang in den leeren Kasten. Obgleich dieser Klang ihr Ja-Wort war, erweckte er bei mir ein dunkles, beunruhigendes Gefühl, als habe er etwas Unglückverheißendes an sich. An dieses flüchtige und anscheinend ganz unbegründete Gefühl erinnere ich mich noch ganz lebhaft, obgleich ich mich ihm keinen Augenblick lang hingab. Denn schon zog ich Minna an mich und fühlte meine Umarmung mit einer Heftigkeit erwidert, die weniger Leidenschaft als vielmehr innerliche Zärtlichkeit war. Diese kräftigen Mädchenarme schienen mich so festzuhalten, dass mich nichts wieder losreißen konnte. Als sie merkte, dass ich nach Luft rang, ließ sie mich plötzlich los. »Habe ich dir wehgetan? Ich bin so gewaltsam.« Ihr Gesicht hatte einen so entsetzten Ausdruck, als hätte ich in ihren Armen zerbrechen können, dass ich lachen musste und es mit Küssen bedeckte, bis sie mir mit einem Schrecken ganz anderer Art Schweigen gebot, einem schelmischen Schrecken, der aus den weiten, geöffneten Augen blickte und aus halb geöffneten Lippen flüsterte, an die sie einen warmen Finger legte. Aber es war niemand in der Nähe und die Ecke des Schuppens verbarg uns in einem dreieckigen Schatten. Endlich verließen wir diesen. Ich wollte sie weiter hinaus längs des Flusses führen, aber da war es ihr zu finster. Sie wollte nach der Stadt zu. Wir können jetzt ja vernünftig sein, meinte sie. Aber unsere Worte wurden weniger Gespräch als übersetzte Liebkosungen. Langsam gingen wir Arm in Arm auf dem breiten Kai den Lichtern der Stadt zu, die links wie verstreute Funken zu den Sternen emporstiegen und sich vorn an der Flussbiegung zu einer goldenen, strahlenden Borte vereinigten. Auf dem jenseitigen Ufer waren nur ein paar farbige Signallaternen zu sehen und die dunkle Bergmasse zeigte sich nur als sternenloser Teil des Himmels. Der Eilzug jagte drüben vorbei und gemahnte uns an die späte Stunde. Aber eben jetzt begann es im Hintergrund Perlmuttfarben aufzuleuchten und ein dunkler Bergbogen trat hervor. Die Masten einiger Elbkähne zeichneten sich gegen den Himmel ab. Der Glanz wurde schnell röter, wie von einer Feuersbrunst. Wäre man am Rhein gewesen, hätte man geglaubt, es sei der lichterloh brennende Brünhildenfels, der sich wie eine glühende Kuppe über den ebenen Waldrücken des Winterbergs erhebe. Wenige Minuten noch und der Mond schwebte frei, immer weniger golden und mehr kristallig über die Berglandschaft mit der Flusskrümmung, einer Landschaft, die er selbst aus dem Chaos der Nacht zu formen und mehr zu vervollkommnen schien. Es war zu schön, um sich davon zu trennen. Wir gingen immer wieder am Fluss hin und her von dem kleinen, einsamen Warteschuppen bis nahe an den ersten Hotelgarten, so dass wir die schwarzen Fracks und die bunten Damenhüte sich unter dem Laub bewegen sahen. Allein an diesem fremden Ort kamen wir uns vor wie ein neu vermähltes Paar auf Hochzeitsreise. Ich pries den glücklichen Zufall,
der uns zu übernachten gezwungen hatte.